Hallo, ich bin der Georg aus der 08er Gruppe. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wieso wir Sojabohnen hier anbauen bei uns in Baden-Württemberg für unsere Legehennen. Heute ist jetzt der große Tag, wir können endlich einen Acker Sojabohnen dreschen. Ich stehe hier auf unserem Acker, im Hintergrund fährt mein Nachbar mit seinem großen Mähdrescher und drischt die Bohnen. Die Bohnen werden anschließend auf der Waage abgetankt, dann werden sie abgeliefert zur Erfassung. Bei der Erfassung werden sie dann getoastet, nennt man das, also sprich erhitzt, wie ein Toastbrot, muss man sich das vorstellen, weil die Sojabohne im rohen Zustand den Legehenne nicht schmeckt, ist einfach zu bitter. Anschließend kommt sie dann ins Futtermittelwerk, wo dann aus verschiedenen Komponenten, Weizen, Mais, Gerste, Sojabohne, das Futter für unsere Legehenne in Baden-Württemberg hergestellt wird. Mein Name ist Sigmar Benz. Wir sind hier auf dem Hof vom Kraichgau-Reifeisenzentrum. Sie haben eben den Drusch der Sojabohne gesehen. Hier werden sie angeliefert. Zwischendurch muss die Sojabohne über eine Erhitzung, das ist die Toastung, und dann raschelt sie schon so schön, wie ich sie hier habe. Kann man sogar essen. Und ab dem getoasteten Vorgang ist dann meine Aufgabe als Verantwortlicher von unserer Abteilung Tiernahrung, daraus ein gutes Mischfuttermittel für die Legehenne zu machen. Sojabohnen haben Protein und Fett und dazu noch ein Mais, ein Sojaschrot als weiterer Eiweißträger, Mineralien, Vitamine. Und so hat fast jeder Legehennenbetrieb seine eigene Rezeptur, damit er sehr gut, bedarfsgerecht seine Legehennen füttern kann. Der Acker ist 4 Hektar groß. Mit dem neuen Mähdrescher, den wir seit letztes Jahr haben, brauchen wir 2,5 Stunden zum Dreschen. Also knapp 2 Hektar pro Stunde Flächenleistung. Ich habe euch im letzten Video erklärt, was die Schwierigkeit ist bei der Sojabohne. Hier am Ackerrand sieht man jetzt gut das Problem beim Dreschen. Und zwar der Schotenansatz ist ganz niedrig an der Pflanze. Das war früher noch schlimmer. Die neue Sorte, die wir jetzt haben, sind schon ein bisschen höher. Jetzt muss hier der Mähdrescher, er fährt ganz, ganz niedrig auf dem Boden mit dem Mähwerk. Das ist ein Mähwerk, das der Winkel verstellen kann, damit er niedriger über den Boden fahren kann. Und hier muss der jetzt, weil der Ackerrand kommt, 10 cm hoch. Und da sieht man jetzt genau, diese 10 cm haben jetzt verursacht, dass hier die Schoten bleiben und die Sojabohne also nicht im Mähdrescher sind. Also das ist reiner Verlust. Wie ihr seht, bleibt das Stroh auf dem Acker. Wir dreschen wirklich nur die Sojabohne raus. Das Stroh selbst bleibt auf dem Acker und verbessert dann den Boden. Soja ist eine sehr gute Vorfrucht. Im nächsten Jahr werden wir hier wahrscheinlich Weizen anbauen. Dieses Jahr 2020 war es sehr trocken. Wir spüren das im Ertrag. Ich denke, wir haben 25% weniger Ertrag. Soja braucht doch relativ viel Wasser. Und wir hatten jetzt halt wochenlang keinen Regen hier bei uns in der Region. Ich hoffe, ich habe euch das gut erklärt mit dem Anbau von Sojabohnen hier bei uns in Baden-Württemberg als Futter für unsere Legehenne. Ich muss jetzt leider los, muss die Sojabohnen abliefern. Ich brauche von euch 2 Sachen. Einmal ein Like für dieses Video und ein Abo für unseren Kanal.